oder ein Viertel ihrer Belegschaft entlassen müssen. Viertel ihrer Belegschaft entlassen. Über das Land gebracht. Wie geht's Ihnen, Mister? Miss? Was ist hier los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Far Cry 5 und hier geht schon wieder. Ich dachte, hi. Die Leute werden nicht vergessen, was du für Falls End getan hast. Cool. Was? Hatten wir, ich erinnere mich noch an letzte Folge, da hatten wir das schon mit dem Deck, ne? Ich wollte dich mit ihm verkuppeln und du wolltest nicht. Und jetzt sagst du die ganze Zeit, du willst gedeckt werden. Ganz ehrlich, nee, sehe ich nicht. Weißt du, entscheid dich mal. Geht ja schon wieder gut los hier, ey. Wir sind das letzte Mal, glaube ich, bei ihm gewesen und er wollte irgendwie, dass wir, er hatte wohl irgendwie so ein Vorratslager oder irgendwie sowas, da hatten sie wohl irgendwie was versteckt. Ich denke mal, das wird hier irgendwie sein oder sowas. Und er hat gesagt, sie haben sich damals den Code aufgeteilt und es sind wohl 12 Zahlen oder 12 Ziffern und jeder hat ein Feuerzeug bekommen und hatte die Zahl eingeritzt und wir müssen jetzt quasi in der ganzen Welt die Feuerzeuge suchen. Ob die jetzt alle eingezeichnet sind, weiß ich nicht. Ob die Leute das mir sagen, wie mit den anderen Leuten hier, weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass hier oben eins ist und dass hier das Vietnam-Feuerzeug ist. Ob jetzt die anderen mir auch alle angezeigt werden oder ob ich von einem zum nächsten hüpfen muss quasi, das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt, aber was ich gesagt habe, was wir das nächste Mal machen werden und was wir auch das nächste Mal machen werden, also das ist jetzt, tun werden, und zwar werden wir uns jetzt ein paar Eier besorgen. Und zwar für die Eierfeier. Die Eierfeier kommt nämlich wegen Ian's Gate dieses Jahr nicht in die Gänge, doch das hält Casey Fixman nicht davon ab, sie trotzdem abzuhalten. Hilf ihm, die Leute zusammenzutrommeln und Eier zu sammeln. Ja. Und ich meine nicht irgendwelche Ostereier oder irgendwelche Hühnereier. Nein, er meint richtige, echte Eier. Also halt die anderen, also, ne? Ja, Dschungelcamp-mäßig. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was war das jetzt? Stier, Bulle? Ne? Das, was halt schmecken tut. Und guck mal, da ist ja jemand irgendwie am Ufer oder sowas. Ist das vielleicht ein Angler oder sowas? Kann ich ihm mal Hallo sagen? Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, der wurde gerade getauft. Das sah aus, als würde er trinken. Zumindest gerettet. Warte doch mal. Du weißt doch was. Hier, sag mir mal was. Sie bringen immer mehr Leute zur Radarstation. Was immer sie da oben auch tun, es kann nichts Gutes sein. Jemand muss der Sache ein Ende setzen. Pinko Radarstation. Radar. Uff, da. Ja, machen wir auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Du solltest dir überlegen, dir danach die Hände zu waschen. Nach was? Wenn wir die Eier geholt haben, ja, ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall die Hände waschen. Das mache ich. Da hast du recht. Das ist eine gute Idee. Komm, weißt du was? Wir schwimmen da mal rüber, würde ich sagen. Oder? Kann man da gut rüber schwimmen? Ja, kann man. Aber warte mal hier, wir sollten noch irgendwelche... Ah, ich erinnere mich genau, wir sollten noch die Fahrzeuge stehlen mit dem... Warum ist die immer so schnell? Mit dem... Na, wie heißt das dann jetzt hier? Benzin und so. Ich hatte irgendwelche Schussübungen. Sprich mit Kenny Hyde. Erreiche Hydes Scheune. Okay. Irgendwer macht hier Schussübungen. Es ging zumindest so. Kenny? Ich hoffe, die Schweine haben nicht Kenny getötet. Hey, rüber hier. Die dreckige Stadtluft fehlt mir überhaupt nicht. Oh, ein Silo. Ach ja, klar. Kommt zu übersehen. Ne, der macht Schussübungen. Der ist alleine hier. Senf. Oh, ist voll. Warte mal, ich kann mal kurz gucken. Haben wir denn hier irgendwas, was ich noch herstellen kann? Weil nachher will ich das einsammeln und kann es wieder nicht einsammeln. Das wäre wieder so richtig dumm. Was? Und warte mal, das ging so, ne? Genau. Dann stellen wir das jetzt einfach mal her, weil dann können wir nachher vielleicht wieder Sachen einsammeln und das könnten wir vielleicht auch mal gebrauchen, wer weiß. Vielleicht benutze ich ja auch mal Dinge, die ich herstelle. Heute stellt der liebe Gott meine Geduld auf die Probe. Ja, und ich stelle was her.
Bin ich Gott? Heb das mal auf. Casey meinte, er schickt jemanden zum Abholen. Bist du das? Jupp. Einer der Scheißgeier hat den Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, dass ich unpässlich war. Du musst mir helfen. Ziele, die sich bewegen, treffe ich einfach nicht. Knall diese Geier ab. Einer von denen muss den Schlüssel haben. Okay, die Aufgabe ist lustig. Gott, wer immer hier gelebt hat, hat es nicht leicht. Durchsuche tote Geier nach dem Schlüssel, töte die Geier. Okay, das ist echt eine Lust. Das ist mal eine abwechslungsreiche Aufgabe. Oh, warte mal, was ist da? Ist da was dann da passiert? Tatsächlich tote Schweine, richtig. Waren das, das waren keine Eier von Schweinen, ne? Und wir kommen anders nicht in die Scheune rein. Bist du dir sicher? Kennys Notiz. Casey, alles, was du für die Eierfeier brauchst, ist in der Scheune. Deko, Kisten, einfach alles. Ich habe es davor gar nicht allzu langer Zeit für dich verstaut. Es ist halt eine ganz besondere Sache, weißt du? Es mag zwar alles den Bach runtergehen, aber mit nichts bewahrt man sich seine geistige Gesundheit besser als mit einer Feier für frittierte Klöten. Wie Weihnachten mitten im Krieg. Solche Sachen nehmen. Das ist unser Weihnachten. Fröhliche Einachten. Kenny. Einachten. Sehr schön. Ich höre schon wieder Wespen. So. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee, ne? Oh, doch. Haha, habe ich dich gesehen. Haha. Vielleicht erstmal aufschnappen. So. Und da drin ist... Nee, hier. Okay. Wir müssen eh das Silo mal wegsprengen. Oh, guck mal, wie schön. Es ist einfach so schön. Hier ist einfach... Es ist einfach so ruhig. Ich muss das Regal im Keller reparieren. Überall die verdammten Lima-Bohnen. Ah, ne, der... Ah, die sind tot. Okay. Ups. Mach aber schnell. Ja. So, die Pfeile habe ich wieder. Okay, warte mal. Wir können ja eigentlich auch das hier machen. Moment. Oder habe ich Dynamit? Habe ich auch. Ach, scheiße. Ich dachte, der wäre tot. Fuck. Okay, jetzt müssen wir warten. Am besten, bis der sich wieder hinlegt oder hinsetzt, weil... Und er sagt, er trifft bewegliche Ziele nicht. Du bist doch ein Genie, mein Freund. Okay, ein Blümchen. Was könnten wir gebrauchen? Ja, genau. Den Schlüssel können wir gebrauchen. Da hast du recht. So, schnell weg von der Straße, bevor es hier wieder ungemütlich wird. Ein ganz normaler Tag in Montana. Wenn du das sagst. USA! USA! Machst du gar nicht mit? Ist mir auch egal. USA! USA! Alles klar, Kenny. Du hast auch zu viel an den Klöten geschnüffelt, oder? Was ist los mit dem Typen? Ah, geil. Das war eine äußerst beeindruckende Leistung in Force End. Ich bin's. Wer soll denn da sein? Ich bin gerade durch die Tür... Oh, nee, ne? Ernsthaft? Weißt du, ich geh da rein, mach das Schloss auf, wie er das will, ne? Wisst du? Total durch, der Typ, ey. Kommt, wenn man zu viel mit seinem Gewehr alleine ist, ne? Ne? Alter, der lässt mich auch nicht durch, ne? Ja, nachdem du es in... Was machst? Hat er gerade... immer hier gelebt hat, hatte es nicht leicht. So, ich glaube, wir müssen in den Truck, ne, oder? Wie ist das? Liefere, ja. Okay, ist hier noch irgendwas von Interesse? Du? Nein? Okay, alles klar. Dieser Ort hat was. Nö, dann fahren wir mal. Komm. So, auf geht's. Sehr schön. Machen wir uns ran. Das ist die falsche Tasse gewesen. So. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Und zwar müssen wir da wieder zurück, ne? Wir sollen das doch liefern. Wir sollen zurück nach Falls End, ne? Genau. Warum hat er denn jetzt eigentlich die Karte nicht mehr? Warum ist denn das eigentlich nicht mehr auf der Karte drauf, wenn ich das jetzt mache? Das soll mir doch hier einen Weg anzeigen. Warum macht er denn das nicht? Naja. Ich finde den Weg auch so. Warte mal, die soll ich aber auch abliefern. Ach, scheiße. Komm, wir versuchen das mal zu kriegen. Weil das Fahrzeug soll man ja auch abliefern.
Ich weiß noch nicht, wie ich beides abliefern soll. Ich hab den... Das ist nicht wahr! Ich hab die Eierfeier nicht verloren. Kann ich die Mission wieder machen? Ach Mann. Ach, das ist doch richtig scheiße jetzt. Wieso habe ich denn den verloren? Das ist... Nein. Ach, fuck it. Wie, ich kann die Eier nicht zurückbringen. Ich schwör dir. Ich hab gar nichts gemacht. Das habe ich auch noch nicht gehabt, ey. Das hatte ich auch noch nicht. Hör zu, der Anhänger ist schon an meinen Truck in der Scheune gekoppelt. Ich lass Casey wissen, dass du kommst und dieser kleine Vorfall bleibt unter uns. Das lohnt sich ganz sicher. Ja, ja, der Vorfall bleibt unter uns, alles klar. Ja gut, das war jetzt irgendwie Pech ein bisschen, aber ihr kennt das Spiel ja auch wiederum, ne? Was? Ach, das war das Lied. Kommst du mit? Schatz? Okay. Na gut, dann mal los. Dieses Orchester drauf, ey. So. Dann bringen wir mal nochmal die Eier zurück, wo sie hingehören. Auf unser Fest. John ist neben der Spur. Es muss Joseph zu Tode nerven. Ja, da passiert halt, ne? Guck mal, das ist der Eierwagen von vorhin, den wir geschrottet haben, glaube ich. Weiß ich nicht, aber der war auch, ist ja auch so blau, ne? Ja. Ich lass mich... Wow, nicht aufhalten. Lasst mich in Ruhe, ich habe wichtige Sachen zu transportieren und es sind Eier. Ich habe Eier aus Stahl. Nein, ich leider nicht. Also nicht hinten drauf. Was hier im Führerhaus ist, bleibt im Führerhaus. Was? Gibt das Ding, das gibt das Gefühl, das eiert hier so ein bisschen, aber ist okay. Egal, wer mich aufhalten will. Ja, geil. Das war geil. Hey, oh, ich glaube, oh, ganz ehrlich, ich glaube, wir beide, ne? Ups, sollte nach hinten gucken, nicht? Wieso klingt das so ein bisschen wie die Anfangsmelodie von Navy CIS New Orleans? Ist die aber nicht, ne? Ne, ist die nicht. Aber Klang von, Klang, wenn man so Auto fährt, ist das Klang mir so ein bisschen ähnlich. Okay. So, wo soll ich denn das jetzt hinliefern? Doch, Bang Bang. Ich liefere das jetzt lieber ab. Aber das klingt echt so ein bisschen wie die Melodie. Weil der singt auch Bang Bang. Aber das ist irgendeine andere Version. Das klingt, als wäre das eine andere Version davon, aber auch ganz cool gemacht. So. Weiß zwar nicht, was Montana jetzt mit New Orleans zu tun hat, aber passt schon. Eierfeier abgeschlossen. Oh, hi. Was? Wäre ich fast gestorben. Ja, nicht nur du. Was ist hier schon wieder los? Weißt du, du kommst einmal nach Falls End rein, ne? Und schon sind die hier wieder am Durchdrehen. Warum bist denn du jetzt eigentlich mit dem Wagen abgehauen, von dem ich gerade gebracht habe, mit den Eiern? Und warum hat der hinten da jetzt wieder so geschrien? Und warum fliegen hier oben schon wieder... Ich frage gar nicht, ne? Hä? Oh. Au. Voll auf den Tisch. Lustig. So, ich habe deine Eier übrigens, ne? Aus dem alten Hotel die Straße runter kommen komische Geräusche. Dort spukt, solange ich denken kann.
Also weiß ich nicht, ob es die Sektenfuzzis sind oder Geister. King's Hot Springs Hotel. Oh, warte mal, das wollte ich da auch machen, ne? Wo ist denn das mit dem Hotel? Ach, das war, glaube ich, wie am Arsch der Welt, ne? Kann das sein? Wo ist denn das mit dem... Ist das... Ach nee, das ist sehr weit weg, ne? Ach, schade, aber ich erinnere mich. Da wollte ich immer mal hin, aber das hatte ich leider vergessen. So, Casey. Moment, dann können wir die Mission auch wieder rausmachen, ignorieren. So, Casey, wie sieht's denn aus? Ich habe hier Eier mitgebracht. Okay, Deputy. Heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach. Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Apropos Knall, ihr habt doch sie nicht mehr alle. Priri, Auster, in Ernst. Oh, nee. Ich soll jetzt, während ein Stier gerade... macht, seine Eier abschneiden? Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ganz ehrlich. Wer programmiert denn sowas? So, komm hier. Weißt du wenigstens irgendwas Neues für mich? Hudson ist knüppelhart, aber wirklich? Das wird nicht reichen, um Johns Folter zu überstehen. Weißt du, ich meine, Hudson ist zwar die weibliche Deputy, aber ich sag dir irgendwas die ganze Zeit mit Eiern, du kommst mit knüppelhart hier um die Ecke. Mann, ey. Auf, was? Ja, geil, eine Feder. Ne, vier Federn, geil. Ach, ciao. Machen wir das mit den Eiern jetzt? Ich glaube, wir müssen das mit den Eiern machen. Es tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen das wirklich mit den Eiern machen. Doch, auch wenn du jetzt wieder Nein sagst. Mann, warum hört nie jemand auf mich? Manche Leute glauben, dass die Aliens kommen. Huhu. Ich frag nicht. Wo sind denn die Eier? Oh, hier steht da irgendwas. Achso, genau. Ich dachte, da steht noch mehr. die Eier sind da drüben. Ah, da waren wir schon mal. Okay, das ist also kein neues Gebiet. Dann könnten wir auch mal eine Schnellreise machen, weil ich glaube... Aber eigentlich sollten wir auch die Straßensperre der Sekte zerstören. Eigentlich sollten... Ach, hier kommen wir mal eine Schnellreise. Und zwar dahin. Einfach aus dem Grund, weil wir es niemals rechtzeitig dahin schaffen würden. Ohne irgendwelche Umwege wieder zu nutzen und nutzen zu müssen. Die wollen ja nie, dass ich an mein Ziel ankomme. Da machen wir jetzt einmal eine Schnellreise. Normalerweise wäre ich einfach hingefahren, weil weit ist es jetzt echt nicht. Aber Schnellreise geht jetzt auch mal schneller. Na, wer wartet hier auf uns jetzt? Erreiche die Davenport Farm. Das war ja hier, wo der... Wo war das hier gewesen? Mit dem Geständnis? Ja. Es ist allgemein bekannt, dass Rinder die erotischsten Tiere auf Gottes grüner Erde sind. Manchmal schleiche ich mich raus, damit ich zuschauen kann, wie die Bullen Sex mit den Kühen haben. Bitte nicht meinem Vater verraten. Das war das Ding, was ich Lebtag nicht mehr vergessen werde in diesem Spiel. So. Hier sind lauter Stiere. Und da ist unser Prachtstier. Oh, ein Schaf. Und hier ist unser Prachtexemplar. Wenn es einen lieben Gott gibt, wird er uns helfen, John C. zu töten. Oh nein, zerstöre das Schloss, um die Kühe zu befreien, sammle die drei Arten von Stierhoden. Oh mein Gott. Wie soll ich denn das machen? Hat er gesagt, eins muss quasi frisch sein, während er gerade dabei ist? Also, du verstehst schon, in der Kuh währenddessen, weil dann ist er ja... Schmecken die dann anders, als wenn die einfach so? Und die Kühe, die Stiere leben? Oh, es tut mir leid, aber ihr werdet jetzt gebumst.